Hallo, Montag, 19.19 Uhr. Eine neue Woche hat begonnen und ich hoffe, du hattest einen schönen Wochenanfang. Heute geht es um das Thema Entschlackung, Entgiftung, Entsäuerung, sich entledigen überschüssiger Pfunde und Toxine. Darüber möchte ich dich heute informieren und was es damit auf sich hat und was ich mit dir vorhabe. So, jetzt geht's los. Also, du möchtest möchtest du effektiv entgiften, dich von Erkrankungen, Zipperlein oder sonst irgendwas befreien, oder du möchtest einfach nur gesund bleiben, ja, alles möglich. Und es ist ja so, wir sammeln ja ständig Giftstoffe an im Körper über das ganze Jahr, über die verschiedensten Kanäle. Und wir tun gut daran, wenn wir wirklich ab und zu was daran tun. Vielleicht hast du ja auch schon ein kleines oder ein größeres Zipperlein. Ich möchte dir jetzt mal was zeigen, was ich hier aufgezeichnet habe. Und zwar habe ich dir einen Symptomsee aufgezeigt, also einen See. Ja? Stell dir vor, das ist ein See. Und unten, das ist der Grund des Sees, also der Boden des Sees. Du siehst hier verschiedene Blasen rumhängen. Und oben ist die Wasseroberfläche. Warum ich dir das zeige? Verschiedene Dinge, die man hat, die spürt man noch gar nicht. Also alles, was in Ordnung ist, komplett in Ordnung ist, das liegt unten am Grund. Ja? Dann sind aber schon verschiedene Dinge nicht mehr ganz in Ordnung. Die sind aufsteigend Richtung Wasser. Oberfläche. Hier schaut schon etwas raus. Das habe ich jetzt zum Beispiel mal das Knie genannt. Ja, hier sind verschiedene Sachen, die sind kurz unterhalb der Oberfläche. Ja, manche sind in der Mitte. Hier habe ich mal Herz reingeschrieben. Ja, und hier unterhalb der Oberfläche Nacken, Brustwirbelsäule. Das steht jetzt nur stellvertretend für die verschiedensten Möglichkeiten, was wir uns alles so erwerben können, sage ich. Ich sage extra erwerben, weil ich bin überzeugt davon, nichts kommt von nichts, ja. Und wenn man mal hergeht und die Aussagen hört, die hast du bestimmt auch schon gehört oder vielleicht selbst schon mal getätigt. Plötzlich ist es aufgetreten, wie aus heiterem Himmel, ja, sind Beschwerden aufgetreten. Und das sind Dinge, die kurz unterhalb der Wasseroberfläche waren. Das heißt, ein kleiner Anlass ist nur noch nötig gewesen, bis so ein Bläschen dann letztendlich hochploppt und sich an der Oberfläche dann in Form eines Symptoms, eines Schmerzes oder sonst irgendwas äußert, ja. Das heißt, alles erwerben wir durch unsere, ich sage jetzt mal, Lebensart, Lebensführung, egal was. Ja, also ich bin kein Moralapostel, ich möchte nicht irgendwie jetzt als Moralapostel auftreten, aber so sehe ich die Dinge. Ja, die Dinge sind so, dass manche Sachen unten sind und manche langsam am Aufsteigen sind. Dann tritt irgendwann mal ein erstes Symptom an die Oberfläche. Manche sind unterhalb der Oberfläche und treten vielleicht irgendwann mal hoch. Vielen Dank, Karin, für deinen Daumen. Das freut mich sehr. Ja, wenn ihr dieses Teil hier, diese Erklärung gut fandet, dann freue ich mich, wenn ihr mal einen Like schickt, einen Däumchen hoch schickt oder ein Herzchen oder was auch immer. Ja, so kann man das Leben, sage ich jetzt mal, und die Entstehung von Beschwerden verstehen und begreifen. Ja, so entstehen Symptome. Entschuldigung, wie entstehen denn die meisten Erkrankungen, wie zum Beispiel Allergien, entzündliche Prozesse, aber auch schwere Erkrankungen wie Krebs, Gelenksprobleme, Infektanfälligkeit, rheumatischer Formenkreis, Herz-Kreislauf und so weiter?
Ich möchte in den nächsten Tagen einen ausführlichen Vortrag kreieren, den ich dann auf YouTube und auch auf Facebook hochlade, wo du, falls du Interesse hast, es geht dann aber über anderthalb Stunden, wirklich ganz genau erkläre, wie denn die Dinge so zusammenhängen, warum Krankheit entsteht und was die Ursachen von Krankheiten sind. Natürlich gibt es verschiedene Ursachen, aber es gibt ein paar hauptsächliche Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte. Dinge, die man in der Schule leider nicht lernt, aber in der Schule eigentlich als Basis dazugehören sollte, ja, wie viele andere Dinge, die nicht gelehrt werden, anstatt Dingen, die gelehrt werden und eher vielleicht nicht so wichtig sind, ja. Ich habe mich bei manchen Dingen in der Schule gefragt, warum muss ich denn das überhaupt lernen? Das brauche ich mein ganzes Leben nicht mehr. Und Dinge, die man wirklich im Leben braucht, die muss man sich dann selbst aneignen oder sowas in der Richtung, ja. Also wie entstehen solche Dinge? Ich möchte jetzt nicht ganz explizit tief eintauchen. Dazu ist so ein Livestreaming eigentlich in der Regel nicht optimal gedacht. Aber ich möchte dir doch mal so was Kleines mitteilen, dass du so ein bisschen eine Ahnung bekommst, wie die Dinge so zusammenhängen. Und ich habe neulich einer Patientin das so erklärt, wie ich es jetzt gleich dir erkläre. Und zwar stell dir vor, du hast ein Fass, das ist leer, ja, und dann ist ein Loch in dem Fass drin oder mehrere Löcher, wodurch pro Tag 1 Liter rausläuft aus dem Fass, ja, und oben werden immer 1,5 Liter reingeschüttet. Dann füllt sich also das Fass pro Tag um 1,5 Liter und irgendwann ist das Fass dann voll. Unten läuft es raus, aber jeden Tag 1 Liter raus und oben kommen 1,5 Liter rein. Das heißt, irgendwann ist das Fass voll und läuft über. Ja? So habe ich das einer Patientin erklärt, wenn wir auch, wenn wir älter mal sind, ja, wenn wir mal 40, 50 oder was auch immer sind, dann ist das Fass oft ziemlich voll und wir sammeln unser ganzes Leben lang Säuren und Toxine im Körper an. Das Fass wird immer voller sozusagen. Der Vergleich hinkt nicht so arg, weil wir scheiden ja auch täglich Toxine, Gifte, Säuren und so weiter aus. Über Urin, über Stuhl, über Ausatmung von Kohlensäure scheiden wir Säuren, Toxine und so weiter aus. Aber der Körper hat nur eine gewisse Kapazität pro Tag, was er ausscheiden kann. Ja? Wenn jetzt mehr reinkommt an Belastung, an Säuren und Toxinen, als der Körper in der Lage ist rauszubringen, dann muss der Körper diese Dinge irgendwo zwischenlagern. Das macht er im Fettgewebe, im Bindegewebe und meistens an Stellen entfernt vom Herzen. Ja? Das sind so die Mechanismen, wie sie im Körper ablaufen. Dann ist bei manchen Menschen sogar noch, die Entgiftungsorgane vielleicht sogar noch schwach aus irgendwelchen Gründen, wie die Niere, die Leber, der Darm, ja? Die Lunge, ja? Die Haut, ja, und über diese Organe wird ausgeschieden. Wenn eins oder mehrere dieser Organe sogar noch schwach sind, dann bekommt der Körper weniger raus, als er gerne rausbekommen möchte, ja. Und dadurch bleibt dann mehr im Körper drin und es sammeln sich schneller die Dinge an, ja. Bis dann irgendwann einmal ein Symptom an die Oberfläche kommt und viele andere Symptome sich eventuell unterhalb der Oberfläche aufhalten, sozusagen, bis sie irgendwann nach und nach hochploppen. Ja? Okay, das zudem, das sollte an dieser Stelle mal zur Erklärung genügen. Es ist auch so, viele Menschen sagen, ja, ich entsäure ja regelmäßig, ich nehme Basika zu mir oder irgendein Entsäuerungsmittel, ja. Das stimmt aber nicht und zwar, das funktioniert leider nicht so einfach, ja. Die Dinge sind so, dass wenn eine Säure im Körper ankommt über die Nahrung, ja, dann muss diese Säure, weil eine Säure ist ja ätzend, die ätzt, die macht Entzündungen und schädigt Gewebe. Damit diese Säure das Gewebe nicht schädigt,
wird diese Säure im Körper mit einem Mineral verbunden. In diesem Verbund nennt sich dann diese Säure mit diesem Mineral in Kombination, das nennt sich dann Neutralsalz. Dieses Neutralsalz will der Körper ausscheiden und scheidet es auch aus. Aber wenn mehr von diesen Neutralsalzen im Körper ankommen, oder am Tage entstehen, als der Körper ausscheiden kann, dann werden diese Neutralsalze abgelagert. Ja? Um das geht's. Und wenn du Mineralien zu dir nimmst in Form von einem Basenmittel, dann ist es lediglich so, dass du dem Körper genügend Mineralien zufügst, dass der Körper nicht in Mineralienmangel auch noch gelangt. Das ist schon gut, wenn du das machst, ja. Aber das ist nur dazu da, dass der Körper genügend Mineralien hat, um Neutralsalze zu bilden, wenn Säure ankommt, dass der Körper kein Mineralien durch Entmineralisierung erfährt und genügend da ist für Neutralsalzentstehung, wenn du das verstanden hast. Bitte kommentiere unten rein, wenn du Fragen hast. Bitte kommentiere unten rein, wenn du diese Erklärung gut findest. Bitte kommentiere unten rein, wenn du das interessant findest oder wenn ich irgendwie noch was erwähnen sollte, ja? Oder wenn ich auf irgendetwas Besonderes eingehen sollte. Also, und diese Neutralsalze, die entstehen in Kombination mit einer Säure oder einem Toxin, in Kombination mit einem Mineral, die versucht der Körper auszuscheiden. Und wenn mehr anfällt, als der Körper ausscheiden kann, dann werden diese Neutralsalze irgendwo, ich sag mal, zwischengelagert. Aber wenn jeden Tag mehr ankommt, als der Körper ausscheiden kann, dann wird aus diesem Zwischenlager immer mehr ein Endlager und immer mehr sammelt sich an und sammelt sich an und sammelt sich an. Irgendwo und an dieser Stelle, wo sich die Dinge eben ansammeln, das sind meistens dann die Dinge, die auch dann weniger gut durchblutet werden, entsteht dann irgendeine Krankheit, ein Symptom, eine Beschwerde oder was auch immer, ja. So, wie wird das nun gelöst? Also, wenn man deswegen, pass mal auf, in der Fastenzeit, das ist die erfolgreichste und beste und effektivste Zeit des Jahres, um zum Beispiel sich von solchen Dingen wieder zu lösen. Was ist zu tun? Es ist zu tun, dass wir mal eine Weile uns keine Toxine einverleiben, keine Säurebildner zu uns führen, damit der Körper an diesen Tagen die Möglichkeit hat, Säuren, die sich abgelagert haben, zwischengelagert haben, aus dem Körper rauszubringen. Weil wenn du jeden Tag mehr reinhaust, als der Körper rausbringt, sammelt sich das an. Also sollten wir ein, zwei, dreimal im Jahr Maßnahmen ergreifen, dass der Körper sich dieser angesammelten Schlackenstoffe wieder entledigen kann. Dazu dient solch eine Fastenzeit. Ich weiß, das Wort Fasten klingt ziemlich streng, Fasten, aber ich kann dir sagen, es gibt schöne, gute und genussvolle Wege des Fastens. Was bedeutet Fasten? Fasten bedeutet Verzicht, ja. Aber unter Fasten ist nicht unbedingt zu verstehen, dass man nichts mehr essen sollte, sondern es gibt da verschiedene Möglichkeiten und Wege. Und eine sehr gute Möglichkeit, die Fastenzeit zu nutzen und sich von Toxinen und Säuren zu befreien, ist die Möglichkeit, sich ausschließlich mal über 2 Wochen zum Beispiel nur basische Nahrungsmittel zuzuführen. Ja? Und dann verschiedene andere Maßnahmen begleitend in dieser Zeit zu seinem Körper zu geben, dass der Körper eben sämtliche Varianten und Möglichkeiten nutzen kann, sich dieser überschüssiger, lästiger Dinge zu entledigen, ja. Und es sind in der Regel sehr angenehme, schöne Maßnahmen und es tut gut, es ist schön, es macht Spaß, es fällt überhaupt nicht schwer, ja. Das möchte ich dir damit sagen, es ist eine wunderschöne Möglichkeit, die wir haben können, um uns auch dieser Dinge entledigen zu können. So, jetzt zu dem, jetzt kommst zum nächsten. Ja, natürlich ist es so, solche Dinge umzusetzen, ich weiß, das geht, das funktioniert, aber die Tatsache ist doch, alleine ist es viel schwerer, ja, wie wenn man das zum Beispiel in einer Gruppe gemeinsam machen könnte, ja.
Oft ist es schwieriger, den inneren Schweinehund zu besiegen und endlich mal was Neues, was anderes zu machen, ja. Oft ist es auch langweilig, das alleine zu machen. Oft fühlt man sich überfordert dieser ganzen Dinge, wie man sich da informieren muss, was man da umsetzen muss und so weiter und so fort. Und ganz klar ist es doch, gemeinsam fällt es leichter. Bist du da mit mir einer Meinung, dann schick mir doch mal ein paar Daumen hoch oder schreib mal Ja unten rein oder was auch immer, dass ich weiß, du hörst zu, du folgst mir mit dem, was ich dir versuche zu vermitteln und würde mich freuen, wenn da ein bisschen ein Dialog zustande kommen würde. Also kommentier doch unten was rein, sag mir, dass die Erklärung gut ist oder eventuell soll ich noch was auf was näher eingehen. Würde mich freuen, wenn du dich etwas daran beteiligst. Okay. So, wie können wir das erreichen? Also, ich möchte mit dir gemeinsam die traditionelle Fastenzeit nutzen. Ich möchte ab dem 2.3. beginnen. Vielen Dank, Karin, für dein Herzchen und deinen Daumen. Vielen Dank, freut mich sehr. Ich möchte diese effektivste Jahreszeit des Jahres mit dir gemeinsam nutzen und mit dir gemeinsam in einer Gruppe dieses Programm online durchzuziehen. Ja? Es wird ein Spezial-, Kur- und Genussprogramm. So möchte ich das bezeichnen, weil alles, was wir machen, können wir genießen. Ja? Okay, was bekommst du von mir? Du bekommst von mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, ja, wie du das genau machst in Form von Videos. Ja, ich stelle vorher rechtzeitig Videos her, wo du wirklich rechtzeitig alles Schritt für Schritt erklärt bekommst, damit du alles verstehst. Du bekommst einen kompletten Vortrag von mir geliefert, der dir auch die Hintergründe erklärt, damit du das Warum, Weshalb, Wieso verstehst, damit du siehst, ja, es macht total Sinn, diese Dinge durchzuziehen. Und ich kann dir versprechen, falls du schon Zipperlein hast oder vielleicht bist du auch nur müde, matt, abgeschlagen, du wirst dich nach diesen Tagen um ein Vielfaches besser fühlen. Und wenn du Pfunde verlieren möchtest, dann wirst du auch Pfunde in dieser Zeit verlieren, ja. Vielleicht stellst du sogar fest, dass diese Zeit gar nicht schwer ist, dass es ganz leicht ist und dass du genießen kannst. Das könnte dich sogar motivieren, dass du damit weitergehst und weitermachen möchtest über die 2 Wochen hinaus, die ich mit dir vorhabe, ja. Also, du bekommst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in Form von Videos, die ich vorproduziere. Dann machen wir innerhalb einer geschlossenen Gruppe regelmäßig solche Livestreams, aber innerhalb dieser geschlossenen Gruppe, wo nur die Leute drin sind, die mitmachen möchten. Das heißt, innerhalb dieser Gruppe gibt es extra für diese Gruppe täglich Livestreams, wo ihr dann eure Fragen stellen könnt, wo du deine Fragen stellen kannst und ich kann sofort live auf deine Fragen eingehen. Somit ist es wirklich ein aktives, interaktives Miteinander und ich gehe täglich live mit dir. Ich werde täglich Dinge erklären rund ums Thema Gesundheit. Ich werde einmal auf Darm eingehen, einmal auf Entgiftungsorgane wie Niere, Leber. Dann werde ich auch auf die Psyche eingehen. Man sagt ja auch oft, ich bin sauer, ja. Wenn ich solche Emotionen hege, dann gibt es natürlich auch durch, sage ich mal, das ist ja eine Art Stress, ne? Und durch diesen Stress werden Stresshormone frei und die übersäuern zusätzlich den Körper. Also nicht nur Aufnahme oral über den Mund können Säurebildner sein, die wir uns zuführen, sondern auch über negative Emotionen. Wenn ich zum Beispiel sauer bin, ja, wenn ich oft sauer bin oder cholerisch oder Wut oder sowas hege, dann kann das mich auch übersäuern. Zusätzlich zu dem, dass ich mir Säurebildner über Einatmung, über Essen und Trinken zuführe. Ja.
Dazu aber an einer anderen Stelle dann ausführlicher mehr. Ja, in so einer Gruppe ist natürlich auch toll, weil erstens mal du bekommst die Schritt-für-Schritt-Anleitung, aber es ist natürlich auch so, wir sind eine geschlossene Gruppe. Wir können uns innerhalb dieser geschlossenen Gruppe austauschen. Vielleicht entstehen für dich auch oder für uns neue Freundschaften dadurch, weil wir uns näher kommen. Wir können uns dort, mir geht's heute gar nicht gut oder was auch immer, ja. Dann können wir uns austauschen, gegenseitig unterstützen, gegenseitig kräftigen, dass wir leichter und besser durch diese Zeit gehen können, ja. Wenn Fragen auftauchen, ja, heute habe ich hier ein Zipperlein oder da oder ich schlafe gerade schlechter oder was auch immer, ja, dann können wir drauf eingehen. Ich kann dir live sofort Tipps geben. Vielleicht auch andere Teilnehmer können sich untereinander bedauern oder was auch immer, ja. Wobei, wie gesagt, diese Zeit ist eine Genusszeit, du wirst es sehen, und keine Leidenszeit. Du musst nicht darben, du kannst essen so viel du möchtest, nur von den richtigen Sachen. Und noch was, ich sorge dafür, dass du Rezeptanleitungen bekommst per Video. Ich bin gerade in Verhandlungen, damit dir Frühstücksrezepte, Mittagsrezepte und Abendsrezepte auf Video gemacht werden, extra für unsere Gruppe, die wir, damit es dir so leicht wie möglich gemacht wird, mit Einkaufsliste und so weiter und so fort, damit du alles rechtzeitig stressfrei besorgen kannst und umsetzen kannst, ohne Probleme. Dafür sorgen wir, ja? Ja, vielleicht entstehen auch neue Freundschaften. Alle Fragen, die entstehen, können beantwortet werden. Und auch, falls du wirklich irgendwie ein Problem haben solltest, dann können wir das auch persönlich austauschen. Also du kannst mich persönlich kontaktieren. Du kannst mich anrufen, wir können ein persönliches Gespräch führen. Also ich bin während dieser 2 Wochen für dich da. Ich bin jeden Tag täglich für dich erreichbar. Und falls ich nicht sofort rangehe, rufe ich dich auf jeden Fall zeitnah zurück, damit du wirklich nicht alleine gelassen wirst. Du wirst in dieser Zeit mit mir und mit der Gruppe durch diese Zeit, durch diese Genusszeit zu mehr Vitalität, mehr Gesundheit gehen. Ja? So, jetzt kommt natürlich noch der Faktor. Was kostet denn der ganze Spaß? Johann, hola Johann, ¿qué tal? De Peru, muy bien, saludos a todos. Okay, ja, ich habe mir überlegt, diese ganze Kur geht über 2 Wochen und kostet bei mir 127 Euro. Ja, das ist eine Einmalbezahlung, 127 Euro. Die Person, die sich aber bis zum 15. Januar entscheidet, mitzumachen, bekommt diese Kur für 67 Euro. Also fast geschenkt, ja. Nach dem 15.01. wird diese Kur 87 Euro kosten und nach dem 30.01. wird diese Kur dann ganz regulär 127 Euro kosten. Damit gewährleiste ich, dass schon mal die ersten drin sind und es werden nur maximal 25 Teilnehmer aufgenommen. Das geht nach der Eingangszahl der Zahlung. Sobald die Zahlungen da sind, bist du gelistet und du gehörst zu den ersten 25 und dann bist du dabei. Und wir starten gemeinsam am 2.3. Falls du bei so einem Livestreaming in dieser Gruppe nicht gerade aktuell dabei sein kannst, natürlich steht anschließend dieses Livestreaming ab 2.3. in dieser Gruppe auch als Aufzeichnung zur Verfügung. Und wenn du Fragen hast, können wir die dann auch zu einem späteren Zeitpunkt individuell klären oder in der Gruppe klären und so weiter und so fort. Wie findest du das? Was hältst du davon? Was ist deine Meinung, deine Ansicht zu diesem jetzt hier Vorgetragenen? Würde mich mal interessieren. Das Schöne ist, wenn man das online macht, du bist zu Hause, in deiner gewohnten Umgebung. Du musst praktisch nicht irgendwie rausgehen, um sich in irgendeiner Gruppe physisch zu treffen, wo du hingehen musst, dir noch mehr Zeit nehmen musst und trotzdem sind wir zusammen. Das Schöne ist, es muss nicht aus meiner Gegend sein hier, dass du mit mir zusammen diese Kur durchziehen kannst.
dieses Kurprogramm durchziehen kannst, sondern du kannst es von dir aus, egal wo du wohnst, machen. Ob du jetzt aus Köln bist, wo bist denn du her, Karin? Sag mal, wo bist du her? Oder wer ist woher? Poste doch mal unten rein, jeder Einzelne. Wo bist du her? Bist du aus Köln, aus München, aus Stuttgart, Berlin oder irgendwas in der Richtung, ja? Würde mich freuen zu wissen, wo denn die einzelnen Zuhörer her sind, ja? Okay, das war's erstmal. Also, komm mit mir gemeinsam ab dem 2.3. für 14 Tage, also bis zum 16.3. mit auf eine wundervolle Genussreise zu mehr Vitalität, mehr Wohlbefinden. Ich erkläre dir alles ganz genau. In dieser geschlossenen Gruppe wird alles ganz genau erläutert mittels Videos. Es bleibt keine Frage offen. Jede Frage wird von mir für dich bis zu deiner Zufriedenheit beantwortet. Wenn du Probleme hast, kümmern wir uns darum und um vieles mehr. Ja, ich habe dir jetzt ein bisschen was erklärt. Ich hoffe, du findest es gut und findest es interessant. Es würde mich freuen, wenn du auch du dabei bist. Ja, wie gesagt, es werden nur 25 Personen angenommen und ich bin mir sicher, du wirst dich um ein Vielfaches besser fühlen. Wenn du Symptome hast, wirst du ziemlich wahrscheinlich weniger Symptome oder keine Symptome hinterher haben, weil wir machen das Fass wieder leer oder leerer, ja. Somit verschwinden die an der Oberfläche aufgetretenen Symptome, zum Teil oder alle. Und falls du noch beschwerdefrei bist, dann gehen die Dinge vom See her wieder zurück, ja. Das heißt, du bleibst länger vital und gesund, kannst dein Leben, dein volles Potenzial länger und lange ausschöpfen. Das ist mein Wunsch für dich. Und nutze jetzt diese traditionelle Fastenzeit, weil in dieser Fastenzeit, das ist die effektivste Zeit des Jahres, wo man solche Vorhaben durchführen kann. Ich mache das 2 Wochen. Es bleibt dir offen, ob du nur eine Woche machen möchtest oder sogar länger machen möchtest. Ja, da kann man auch mit Begleitung noch persönlich dann sprechen, aber das führt jetzt zu weit. So, für heute war es das erstmal alles. Like doch mal meinen Vortrag hier. Ich hoffe, ihr habt genügend mitbekommen, um und verstanden, was ich damit machen will, was ich meine. Habt ihr meine Ausführungen verstanden? Ist es für euch klar gekommen, rübergekommen, was ich euch erklären wollte? Hast du das verstanden? Würde mich interessieren. Bitte kommentiere doch unten rein, würde mich freuen. Alles Liebe für heute Abend und morgen geht's weiter. Ich gehe morgen wieder mal auf das Thema Schmerzen ein. Woher kommen Schmerzen? Warum haben wir Schmerzen? Überleg dir schon mal deine Fragen dazu. Und gerne sei morgen wieder dabei um 19.19 Uhr. Morgen, übermorgen bis Donnerstag. Hallo Franziska, Verzeihung wegen der Verspätung. Nicht so schlimm, Franziska. Danke, dass du noch eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Und schau dir halt die Aufzeichnung an und stell deine Fragen gerne auch danach, ja? Alles Liebe, schönen Abend noch, bis bald, tschüss.